probier das mal. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ton hier ist. Ich vermute sehr schlecht durch den Wind. Ich bin nämlich am Strand, wie man sieht. Wir sehen da unten rechts zwei Herrschaften, die mit einem Drachen spielen. Unten links, oder eher in der Mitte gerade, ein Hund, der versucht, den Drachen zu jagen. Das Lustige daran ist, der Hund, ihr hört nicht den, zu dem Drachen und nicht zu dem Pärchen mit dem Drachen, sondern zu anderen. Der Hund war vorher an der Leine, wurde dann vom Herrchen abgemacht, nachdem er nur gebellt hat und den Drachen angebellt hat. Das ist natürlich doof, weil jetzt kriegt er den Hund nicht mehr zurück. Weil der hört nämlich noch schlechter als mein dickfälliger Hund. Und der hört relativ gut. Naja, jedenfalls kriegt er den Hund jetzt nicht zurück. Eigentlich bin ich gespannt, was passiert, wenn der Drachen runterkommt, weil dann wird der Hund den Drachen wahrscheinlich zerbeißen und zerreißen. Und dann ist die Schrei ganz groß. Ja, so ist der Stand der Dinge. Aber ich habe jetzt keine Lust zu warten, bis der Drachen hier abstürzt oder runtergeholt wird. Deswegen an dieser Stelle mal Tschüss und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. So, Nachtrag, der Besitzer versucht jetzt den Hund wieder einzufangen und zu holen, nachdem er schon einen halben Kilometer vorgelaufen ist mit seiner Frau. Ja, schön, wenn man so Hund so gut kennt. Wie auch immer. Wie gesagt, macht euch eure eigenen Gedanken und schreibt es in den Kommentaren meinetwegen gerne. Können wir vielleicht darüber diskutieren. Tschüss.